Nach der verheerenden Montagsoffensive des russischen Militärs in der Ukraine wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Angriffskriegs. Streit um Raffinerieblockaden in Frankreich. Regierung will Personal zwangsverpflichten. In Neuseeland sollen Landwirte für die Treibhausgase ihrer Viecher Steuern zahlen. Nach der Montagsoffensive des russischen Militärs mit rund 80 Luftschlägen gegen Städte in der Ukraine herrschen vor Ort Wut und Fassungslosigkeit. Gleichzeitig wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Mindestens 14 Menschen wurden am Montag landesweit getötet und Dutzende weitere verletzt. In New York wurde die UN-Vollversammlung von der Aktualität eingeholt. Mit seinen Raketenangriffen auf Zivilisten, die in ihren Häusern schlafen oder zur Arbeit eilen, auf Kinder, die zur Schule gehen, hat Russland einmal mehr bewiesen, dass es ein terroristischer Staat ist, der auf das Schärfste abgeschreckt werden muss. Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete den Angriff als eine Reaktion auf die Terroranschläge gegen russisches Gebiet. Der Beweis, wozu das Regime in Kiew fähig ist, ist die Sabotage der Krimbrücke. Wir haben gewarnt, dass dies nicht ungestraft bleiben wird. Wenn sie diese Sabotageakte begehen, wenn sie diejenigen töten, die ihnen nicht wohlgesonnen sind, dann steht das Regime in Kiew auf einer Stufe mit den abscheulichsten terroristischen Organisationen. Der stellvertretende Leiter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, Dmitri Medvedev, sagte zur Montagsoffensive, diese sei erst der Anfang. Die erste Episode sei vorbei, es werde weitere geben. Der ukrainische Präsident bezeichnete die Welle russischer Luftangriffe als Akt des Terrors. Die Ukraine lässt sich nicht einschüchtern, wir sind noch mehr geeint. Die Ukraine lässt sich nicht aufhalten, wir sind nur noch mehr überzeugt, dass Terroristen neutralisiert werden müssen. Wladimir Putin versuche, die Ukraine zu vernichten, sagte Selenskyj, der von westlichen Staats- und Regierungschefs mehr schwere Waffen forderte. Die ukrainische Stadt Saporischschja ist in der Nacht von mehreren russischen Raketen getroffen worden. Wie die stellvertretende ukrainische Außenministerin Emine Dzepa auf Twitter schrieb, hätten mindestens 15 Explosionen die Stadt erschüttert. Unter anderem seien eine Schule und eine medizinische Einrichtung beschossen worden. Mindestens ein Mensch sei ums Leben gekommen. Saporischschja im Süden der Ukraine war bereits am Montag das Ziel massiver Angriffe Russlands. Getroffen wurden hauptsächlich zivile Einrichtungen. Ukrainische Soldaten haben im Norden des Landes unweit der Grenze zu Belarus Militärübungen durchgeführt. Wie die Streitkräfte mithalten, solle damit die Einsatzbereitschaft ihrer Einheiten überprüft werden. Kommandeur Serhii Nahev nennt die Unterstützung des russischen Angriffskriegs durch Minsk als Grund für die Manöver. Die Gefahr besteht, weil die Republik Belarus ein Verbündeter der Russischen Föderation bei der Aggression gegen die Ukraine ist. Wir gehen von einem großen Spektrum an Bedrohungen aus. Deshalb wappnen wir uns, damit diese Bedrohungen nicht vom Feind gegen die Ukraine umgesetzt werden. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte zuvor die Bildung einer gemeinsamen regionalen Militäreinheit der Streitkräfte seines Landes mit der russischen Armee angekündigt. Grund für den Schritt seien die wachsenden Spannungen an der Grenze zur Ukraine, so der 68-Jährige. Er habe erfahren, dass die Ukraine Angriffe auf das Territorium von Belarus plane. Im Konflikt um blockierte Treibstoffraffinerien zieht die französische Regierung die Daumenschrauben an. Ministerpräsidentin Elisabeth Borne kündigte an, man werde das Personal von Esso ExxonMobil zwangsverpflichten, weil am Montag bei Tarifverhandlungen auf Konzernebene ein Lohnvorschlag von zwei Gewerkschaften angenommen worden sei. Die Streikenden sowohl bei Total Energie als auch Esso ExxonMobil hatten am Montag beschlossen, ihren Protest fortzusetzen.
Umweltminister Christophe Béchu erklärte, die Tatsache, dass in einem dieser beiden Unternehmen die Gewerkschaften eine mehrheitliche Vereinbarung erzielt hätten und sich dennoch nichts ändere und dass in dem anderen der Streik weiterhin eine Form des Drucks auf den sozialen Dialog darstelle, diese Situation sei für Millionen von Franzosen nicht akzeptabel. Unter diesen Bedingungen habe die Ministerpräsidentin die Präfekten gebeten, das Verfahren einzuleiten, das es ermögliche, Personal, das weiterhin die Treibstoffdepots blockiere, zwangs zu verpflichten. Dialog ja, Diskussion ja, Blockade nein. Seit 3 Wochen dauert der Konflikt, der die französische Regierung zunehmend unter Druck setzt. Die Gewerkschaften fordern eine 10%ige Lohnerhöhung mit der Begründung, die Ölkonzerne hätten in diesem Jahr wegen der Energiekrise einen enormen Gewinnsprung verzeichnet. Derweil bleibt die Lage an den französischen Zapfsäulen kritisch. Bei fast einem Drittel der Tankstellen fehlt mindestens ein Kraftstoff. Spanien will seine Ressourcen nutzen, um künftig 1/3 des Erdgasbedarfs in Europa zu decken. Das Land importiert aus den Vereinigten Staaten, Algerien und Nigeria und verfügt über Terminals und Lagereinrichtungen für Flüssiggas. Stellt sich nur die Frage, wie das Gas dorthin gelangt, wo es dringend benötigt wird, nach Deutschland. Madrid und Berlin setzen auf eine Wiederbelebung eines bereits existierenden Projekts, den Bau der Pyrenäen-Pipeline Midcat zwischen Spanien und Frankreich. Das Vorhaben wurde vor 9 Jahren wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit gestoppt und 3 Milliarden Euro würde die Vollendung der Pipeline kosten, die später auch erneuerbare Energien transportieren könnte. Doch Frankreich stemmt sich bisher dagegen. Es geht darum, einen Beitrag zur kurzfristigen Versorgungssicherheit zu leisten und das Potenzial unseres Gassystems auszuschöpfen. Vor allem aber geht es darum, zukünftig eine Infrastruktur zu haben, die Biogas und grünen Wasserstoff für ganz Europa kanalisieren kann. Das Potenzial Spaniens ist enorm. Blockiert Frankreich weiter, liegt ein anderes Projekt auf dem Tisch. Die italienische Route über das Mittelmeer. Die Kosten dafür wären ähnlich hoch. Diese Variante wird auch von Portugal unterstützt, das ebenso wie Spanien Gas exportieren und an das europäische Pipeline-Netz angeschlossen werden möchte. Schwere Zeiten für die niederländische Fischereiindustrie. Wie hier in Den Helder in der Provinz Nordholland wissen viele Fischer nicht, wie lange sie noch ihrem Beruf nachgehen können. Eine Studie der Universität Wageningen sagt voraus, dass über die Hälfte der 75 großen Reedereien, die auf den Fang von Seezunge und Scholle spezialisiert sind, bald dicht machen müssen. Denn es rechnet sich einfach nicht mehr. In den wichtigen britischen Gewässern können sie zwar noch fischen, aber durch den Brexit werden ihre Anteile in den kommenden Jahren immer geringer werden und die Lizenzen dafür sind bereits aufwendiger und teurer geworden. Offshore-Windparks und Naturschutzgebiete sind ebenfalls nicht des Fischers Freunde. Die Fischbestecke, weil Brotvermutung. Dort, wo wir unser Geld verdienen können, wo wir Seezungen und Schollen fangen, gibt es immer mehr gesperrte Gebiete, Windfarmen. Es hört einfach nicht auf. Windparken, es haut nicht auf. Die niederländische Regierung bietet den bedrängten Fischern nun einen Ausweg an. Wenn sie ihr Unternehmen bis zum Ende des Jahres auflösen, können sie mehrere Millionen Euro Kompensation pro Schiff erhalten. Die ohnehin schwierige Lage hat sich zuletzt nun auch durch die Treibstoffpreise weiter verschärft. Die Naturschutzgebiete und die Windparks haben den Fischern bereits große Sorgen bereitet, aber was das fast zum Überlaufen gebracht hat, ist die Explosion der Kraftstoffpreise. Sie haben sich verdoppelt und so haben viele sich jetzt für den Entschädigungsplan entschieden. Allerdings heißt das nicht, dass die Fischer nun auch wüssten, was sie tun sollen, wenn sie es nicht mehr sind. Es ist ihr ganzes Leben gewesen. Wir wissen nicht besser. Neuseeland hat Pläne zur Besteuerung der Treibhausgase vorgestellt, die durch die Haltung von Kühen und Schafen entstehen. Die Landwirte sollen für das Methan und das Stickoxid ihrer etwa 10 Millionen Rinder und 26 Millionen Schafe zahlen. Sie sind das größte Umweltproblem des Landes. Die Abgabe wäre die erste ihrer Art weltweit. Der Vorschlag bedeutet, dass neuseeländische Landwirte die ersten in der Welt sein werden, die ihre landwirtschaftlichen Emissionen reduzieren, was unserem größten Exportmarkt einen Wettbewerbsvorteil verschafft in einer Welt, die mehr und mehr auf die Herkunft ihrer Lebensmittel achtet. Die Landwirtschaft ist für Neuseeland lebenswichtig. Fleisch- und Milchprodukte sind der größte Exportschlager des Landes. Die neuseeländische Premierministerin meint, die Kosten könnten durch höhere Preise kompensiert werden. Für klimafreundliche Produkte könne man mehr verlangen. Praktisch würde ein Emissionshandel eingeführt. Man würde eine Gesamtmenge an Emissionen festlegen, die man in einem bestimmten Jahr haben darf, und es im Wesentlichen den Landwirten überlassen, diese untereinander zu handeln. Die Landwirte winken ab.
Der Verband der neuseeländischen Schaf- und Rinderzüchter erklärte, die Landwirte würden schon so viel tun, aber dafür nicht entschädigt werden. Wenn Landwirte für ihre Emissionen zahlen müssen, dann sollten wir auch dafür bezahlt werden, dass wir auch Kohlenstoff speichern. In Neuseeland stehen in etwas über einem Jahr Wahlen an. Und ihr Vorschlag könnte Ardern bei den Landwirten, die in Neuseeland ein erhebliches politisches Gewicht haben, viele Stimmen kosten.